Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Da wir heute Morgen noch den fantastischen Bohlenweg in Lysekil gelaufen sind, kommen wir erst spät in Smögen an der schwedischen Westküste an. Der nette Ort liegt auf einer vorgelagerten Insel und ist über eine Brücke zu erreichen. Er ist ein echter Touristen-Hotspot und einen Stellplatz finden wir heute um diese Uhrzeit hier nicht mehr. Also stellen wir unser Fahrzeug am Festland ab und nehmen die Fahrräder. Es geht ein bisschen auf und ab und wir fahren ganz auf die Inselspitze, von wo aus man einen guten Ausblick auf die Schären hat. Smögen ist immer noch einer der Hauptumschlagsplätze der schwedischen Fischindustrie. Inzwischen wirkt Smögen in einigen Bereichen durchaus mondän und insbesondere viele Wassersportler schätzen den Hafen und den Ort. Von der Smögen-Bryggan fahren einige Fähren zu den vorgelagerten Badeinseln. Außerdem sind in den bunten Häusern viele Modegeschäfte, Cafés und Restaurants untergebracht. Die Boote der Wassersportgäste liegen hier heute schon dicht an dicht. Die 23 Meter Yacht Joy ist soeben aus Stromstad angekommen und die Mannschaft versucht verzweifelt, einen Liegeplatz zu finden. Es ist ein Hin und Her und die Manöver dauern insgesamt eine Dreiviertelstunde. Schließlich gibt es nur einen Platz in der dritten Reihe. Geschafft! Da es heute bei dem schönen Wetter in Smögen unglaublich voll ist, fahren wir auf der Suche nach einem Stellplatz noch ein kleines Stück weiter. Und wir haben Glück. In der Nähe von Hamburgsund finden wir einen tollen Stellplatz. Eine große sonnige Wiese, von Wald umgeben. Hier geht es ungezwungen zu. Es gibt viel Platz für jeden und auch Karawans und Zelte sind erlaubt. Am nächsten Morgen stoppen wir zum Einkaufen ein paar Kilometer weiter in Hamburgsund. Gerade kommt die Autofähre an, die sich an Seilen über das Wasser zieht. Sie verbindet das Festland mit einer vorgelagerten Insel. In Fjällbacka, einem malerischen Touristen- und Fischerort, benutzen wir wieder die Räder, hätten aber auch genauso gut zu Fuß gehen können. Die Felswände ragen zum Teil steil hinter den Häusern auf und ich habe gelesen, dass ganz in der Nähe Teile des Films Ronja Räubertochter gedreht wurden. Liebevoll gestaltet die Eingänge der meist weißen Holzhäuser. Ähnlich wie in Smögen fahren auch hier Schiffe ab, die die Gäste zu den Badeinseln bringen. Ein wunderschöner Ort, den wir nach rund 2 Stunden wieder verlassen, denn in der Nähe gibt es etwas Besonderes zu sehen. Das Gebiet um Tanum wurde schon sehr früh besiedelt und es gibt hier eine Menge Hinweise darauf. Zum Beispiel Felsritzungen, hier an einer Stelle mitten im Wald. Sie sollen etwa 3000 Jahre alt sein und sind demnach der Bronzezeit zuzuordnen. 1994 wurden 6 ausgewählte Plätze in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. In einem Museum erfährt man mehr über die Fundstätten und die damaligen Handelsströme. Hinter dem Museum ist ein Dorf aus der Bronzezeit aufgebaut und so ungefähr muss es in den Häusern damals ausgesehen haben. Und hier lerne ich Bogenschießen. Und einfach loslassen? Nochmal ziehen, ziehen, ziehen. Und jetzt loslassen. Naja. Ah, sehr gut. Und loslassen. Ah, super. Aber sehr gut gemacht. Ja, vielen Dank. Um auf diese Art und Weise ein Tier zu erlegen, müsste man, so mein Eindruck, doch ganz schön viel Kraft aufwenden. Auch hier in der Nähe sind Felsritzungen zu sehen, aber ganz andere Motive. Sie geben Aufschluss über das religiöse und soziale Leben dieser Zeit. Gleich neben dem Museum befindet sich ein Campingplatz. Wir fahren dann aber doch weiter und nach dieser Brücke erreichen wir Norwegen. Utne Camping ist zwar ein typischer Transitcampingplatz an der Autobahn, aber wir hatten da heute so ein paar Probleme. Ja, und jetzt sind wir in Norwegen.
Das war heute etwas schwierig. Auf dem ersten Platz konnten wir nicht bezahlen, der zweite war besetzt. Und wir sind froh, jetzt einen Platz auf diesem Campingplatz gefunden zu haben. Vielleicht hätten wir doch auf dem Campingplatz am Museum bleiben sollen. Hinterher ist man immer schlauer. Es war nett hier und wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Am nächsten Morgen starten wir früh in Richtung Oslo, denn wir wollen nicht noch einmal das Gleiche erleben. Auf der Fahrt gibt es schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die vielen Tunnel, die uns in Norwegen erwarten. Und der Campingplatz Ekeberg, den wir in Oslo ansteuern, ist wegen einer Sportveranstaltung völlig ausgebucht. Das macht uns aber gar nichts. Der Stellplatz an der Marina, der in der App Camperkontakt nicht so toll beschrieben wird, gefällt uns ganz gut, zumal wir heute Morgen in der ersten Reihe stehen. In die Innenstadt sind es mit dem Fahrrad rund 4 Kilometer und wir müssen dorthin keine Steigung überwinden. Zum bekannten Vigelandspark sind es machbare 40 Höhenmeter. Das Zentrum der Skulpturenanlage des norwegischen Bildhauers Gustav Vigeland bildet der sogenannte Monolith. Die mächtige Skulptur sowie die Skulpturen drumherum zeigen die Entwicklung vom Embryo über das Kleinkind und weiter alle Lebensstadien, die ein Mensch durchlebt. Der gesamte Komplex der Figurensammlung entstand in den Jahren 1923 bis 1943 und wurde entlang einer langen aufsteigenden Achse angelegt. Insgesamt 212 Naturstein- und Bronzefiguren des Bildhauers symbolisieren immer wieder eindrucksvoll den Kreislauf des menschlichen Lebens. Von nun ab geht es auf dem gut ausgeschilderten und ausgebauten Fahrradwegenetz der Stadt Oslo leicht bergab. Wir durchqueren dabei den feinen Stadtteil Uranienborg und finden dort ein nettes Café. Auch ohne norwegisches Bargeld kommen wir überall gut mit Kreditkarte weiter. Das königliche Schloss. Genau wie in Kopenhagen läuft auch hier nichts ohne königliches Wachpersonal. Na bitte, alles in Ordnung. Von hier aus hat man einen wunderbaren Ausblick auf die Stadt. Naja, und von hier oben, vom königlichen Balkon aus, sowieso. Die meisten Fassaden im geschäftlichen Zentrum von Oslo wirken glatt und schlicht. Das Rathaus dagegen monumental in rotem Klinker. Es soll die norwegische Unabhängigkeit symbolisieren. Das moderne Gebäude der neuen Oper von Oslo soll einem treibenden Eisberg nachempfunden sein. Die Oper wurde im April 2008 eröffnet. Das Besondere an dem Gebäude, das Dach, ist frei begehbar. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich bei diesen Figuren um Blindenschrift handelt. Auf alle Fälle versteifen sie die Bleche. Der Aufstieg auf das Dach der Oper lohnt sich auf alle Fälle, denn von hier aus hat man einen wunderbaren Ausblick auf den Hafen. Und direkt neben der Oper befindet sich ein Badestrand. Einfach atemberaubend. Im Foyer sieht es nicht weniger spannend aus. Im Kontrast zur kantigen Form des Gebäudes dominieren hier die runden Formen ausgeölter Eiche. Und direkt integriert das Café und Restaurant mit Außenterrasse. Ja, und wo es was zu futtern gibt, sind die Möwen nicht weit. Direkt gegenüber der Oper kleine Pontons mit Saunagebäuden. Hier wurde gerade neues Holz angeliefert. Auf dem Weg zur alten Festung begegnen wir diesem unterhaltsamen Polizeipferd. Die Festungsanlage soll beliebt sein bei Sonnenanbetern. Tatsächlich ist es wunderschön, hier oben zu sitzen. Unter anderem sehen wir die Color Magic auf ihrem Weg nach Kiel. Zum Schluss unserer Oslo-Rundtour laufen wir auf der Kaizunge Akerbrügge weit hinaus bis an die Spitze.
Dort befindet sich das Astrup-Farnley-Museum, von dem wir gelesen haben. Im zweiten Gebäude wird moderne Kunst gezeigt. Wir werden dort mit sehr schwerer Kost empfangen. Mutter und Kind heißt die Installation. Zwei Tiere in der Mitte durchgeschnitten, das provoziert. Nebenan dann diese Message. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt offensichtlich auf den sogenannten amerikanischen Aneignungskünstlern der 1980er Jahre. Wir können mit den hier dargebotenen Exponaten nicht ganz so viel anfangen. Der Blick von der Dachterrasse entschädigt ein wenig. Wir setzen uns jetzt auf die Fahrräder und fahren den herrlichen Fahrradweg immer entlang am Wasser bis zu unserem Stellplatz. Rund 14 Kilometer haben wir auf unserer Oslo-Rundtour per Rad zurückgelegt. Morgen fahren wir Richtung Norden. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, kommt gerne wieder mit. Ich sage Tschüss und bis bald.